Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, wir sind im Dorf angekommen, wir haben das Tutorial quasi beendet und wir wollen uns heute erstmal unser Pferd holen. Hallo Abenteurerin, Priester Varuth hat uns deine Ankunft angekündigt. Er möchte, dass du eines dieser Pferde nimmst. Auf einem Pferd kommst du schneller an dein Ziel. Bitte denke daran, dass du die einzigartige Fähigkeit des Reittiers nutzen kannst, wenn du beim Reiten die Leertaste drückst. Du hast die Wahl. Ja, und ich finde es immer noch sehr, sehr schön. Also dieser Schimmel, ich persönlich mag keine Schimmel. Wenn das jetzt so ein strahlend weißes Pferd wäre, das würde natürlich zu einer Magierin sehr gut passen. So im Gandalf-Style ungefähr. Dann gibt es noch hier diesen Fuchs. Der sieht nicht so aus wie der im Hintergrund. Also da darf man sich nicht vertun, weil das habe ich am Anfang gedacht. Der ist auch nicht schlecht, aber den finde ich jetzt nicht so passend. Vor allen Dingen nicht zu den pinken Haaren. Deswegen nehme ich das dritte Mal jetzt schon den schwarzen. So, Reittierplatz freigeschaltet. Das heißt, ich ziehe mir den jetzt mal auf 6, glaube ich, hatte ich den immer. Nein, ich glaube, ich muss vorher noch mit dem sprechen, bevor ich das machen darf. Oder habe ich den auf 7 gehabt? Nein, okay. Ich glaube, ich muss vorher noch mit ihm sprechen. Obwohl, öffne dein Inventar. Ach so, und rechtsklicke auf das Reittier, um es vor der Kathedrale in dein Reittier-Inventar zu registrieren. Genau, das war's. Das müssen wir erstmal machen. So, rechtsklick, damit es überhaupt erstmal registriert ist. Den habe ich jetzt bewusst übrigens noch drin gelassen. Wobei wir den eigentlich auch reintun können. Also da rechts klicke ich jetzt auch mal. Möchtest du einen Begleiter hinzufügen? Du kannst deine registrierten Begleiter im Inventar einsehen. Ja. Andrea ist dabei. So. Und Alt und P ist das Begleitermenü. Das werde ich mir mal kurz aufschreiben, weil ich da gemerkt habe, dass ich da doch mal öfter reingehe. Alt und P. So, können wir auch direkt mal drücken. Dann kommt nämlich dieses Fenster hier. So, Begleiter. Und da finden wir dann auch die Andrea. Wobei der Name irgendwie, naja, warum muss die unbedingt Andrea heißen? Vor allen Dingen, weil die so süß und pink ist und so. Hier rufen wir jetzt erstmal herbei. Hallo Andrea, du hast fast die gleiche Farbe wie meine Haarfarbe. Das ist irgendwie niedlich, ich weiß auch nicht. Ja, Moment. Das machen wir erstmal aus und dann Alt und V für die Liste der Reittiere. So, kann man aber natürlich auch irgendwie anders anklicken. Jetzt habe ich das natürlich, kann man das verschieben hier. Da ist es nicht. Hier, unter Ratgeber und dann könnt ihr natürlich hier auf Reittiere klicken. Je nachdem, was euch lieber ist. Ich habe es auch schon als Favorit drin, weil ich es halt auf dem anderen, ja, nicht Account, aber bei dem anderen Char auch drin habe. Nein, ach, was mache ich denn? Was habe ich gesagt? Alt und V, ne? Den kann ich jetzt bei mir reinziehen. So, das wollte ich eigentlich machen. Zack. Und wir können jetzt, oder habe ich das unter, nee, ich habe das, glaube ich, unter F5 drin gehabt, nicht unter F6. Und dann können wir ein, nicht F5, unter 5 rein. Vater Armee gerettet, richtig? Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Aber egal. So, M für die Weltenkarte. Das wäre dann hier nochmal ein kompletter Übersicht über diesen Bereich, den wir hier haben. Hier können wir dann später noch die Quest machen für die Begleiter. Das ist immer das Zeichen für die Hauptquest übrigens. Das nur mal am Rande. Hier unten, auf solche Zeichen sollte man immer achten. Das sind die Triporter. Das ist hier noch nicht verfügbar. Den werde ich mir als erstes gleich mal freischalten. Und gab es jetzt hier noch was Wichtiges? Also so Sachen wie Luxusgüter, Reparateur. Hier oben Ausrüstungshändler zum Beispiel. Da kann man auch Sachen verkaufen. Dann gibt es noch den Lagerwächter. Da könnt ihr eure Sachen vom Inventar ins Lager tun. Oder auch die Post. Und das hier, diese Portale, sage ich mal, die deuten nur an, dass man hier zu einem anderen Gebiet wiederum kommt. Die Sachen hier, die könnt ihr euch übrigens auch einstellen, was hier angezeigt wird und was nicht. Die Sachen, die könnt ihr einsammeln. Also diese Rübenzeichen. Ich glaube, es sind immer die gleichen Zeichen. Kann auch sein, dass es unterschiedliche sind. Und mit ihr müsst ihr später auch nochmal sprechen. Nee, Moment, Sierra. Ich glaube, mit ihr müsst ihr nochmal sprechen innerhalb von einer Quest. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher.
Ja, wir haben also noch einiges zu tun heute, deswegen legen wir mal los. Zeit für den Danke, dass du Pater Arme gerettet hast. Bringe die Blumen bitte zu Becca. Sie ist üblicherweise auf dem Platz. Sie wird Bescheid wissen, wenn du ihr sagst, dass sie vom großen C kommen. Vom großen C. Sorge bitte dafür, dass die anderen Wachen es nicht mitbekommen. Okay, das nehmen wir mal an. Aber, so können wir wieder raus. Wir aktivieren diese Rolle hier. Da können wir uns dann ein bisschen umschauen hier in der Gegend. Ist eigentlich nur so eine kleine Animation. Und ich meine, es wird dann irgendwie was registriert und man bekommt Punkte gleich. Ist so eine schöne Übersicht, sage ich mal, von oben. Aussichtspunkt ist registriert worden. Okay, man bekommt keine Punkte, habe ich gerade festgestellt. Dann, nein, ich will doch nicht... Oh, ich will das hier. Hallo. Muss ich den jetzt nochmal machen? Damit das registriert wird? Weil das nervt doch ein bisschen. So, überspringen. Nein, ich möchte nicht zu... Sag mal. Ich will dieses Ding hier haben. Wieso kann ich das nicht? Wieso komme ich hier immer auf diesen blöden Aussichtspunkt? Ach so, ich verstehe. Ja, 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 ja. Was also das ist jetzt schon gesichert. Wetter. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Der zeigt diese Dinger übrigens nur an, offensichtlich, wenn man die schon eingesammelt hat. Da ich das aber schon mit einem anderen Char gesichert habe, ist das eh total egal. Das heißt, dass das hier vermutlich so ist, dass man alle, ja, alle Sachen quasi auf sein Konto bekommt. Egal auf welcher Welt man gerade ist und egal mit welchen Char man gespielt hat. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn ihr übrigens J drückt, dann kommt ihr hier rein ins Quest-Tagebuch. Da könnt ihr dann nochmal gucken, die Hauptquest wird auch nochmal gesondert hier aufgeführt. Das mit der Blumendusche, das wollen wir jetzt machen. Da könnt ihr dann theoretisch auf Gebiet klicken und dann zeigt ihr euch in der Regel immer blinkend an, wo ihr eigentlich hin müsst. Das wollte ich nochmal gezeigt haben, weil das finde ich doch eine sehr wichtige Funktion. Keine Probleme zu melden. Ja, sind auch keine Probleme. Und? Passiert heute etwas Aufregendes? Kommt drauf an, wie aufregend ist das für dich? Großer C? Von Cordo? Das ist der zweite Tag in Folge, den er mir Blumen schickt. Ich nehme sie schon an, aber... Was soll ich mit ihnen anfangen? Ich habe kein Händchen für Pflanzen. Ja, da geht's ihr wie mir. Die sind auch immer sehr schnell kaputt irgendwie. Ich weiß nicht warum, obwohl ich die regelmäßig gieße und noch nicht zu viel gieße. Die Blumen sind unglaublich nervig. Vielleicht sollte ich sie einfach in irgendein Blumenbeet werfen. Eines der Beete auf dem Platz wäre sicher perfekt. Haha, das perfekte Verbrechen. Würdest du den Strauß bitte in eines der Blumenbeete legen? Klar, wenn ich das muss, dann mache ich das. Die Blumen wegwerfen, sie waren ein Geschenk. Falls jemand fragt, es war meine Idee, diese Blumen dorthin zu legen. Ja, ich hätte auch nichts anderes gesagt, ehrlich gesagt. Oh, ich wollte gerade die Schildkröte angreifen. Okay. Ich glaube, wir müssen... Müssen wir nicht nochmal zu ihm zurück? Haben wir das jetzt so abgeschlossen? Nee, anscheinend haben wir es abgeschlossen. Steht nicht, dass wir zurück müssen. Nee, okay. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung Taverne. Und? Gibt es Neuigkeiten? Noch nicht, aber bald. Davon werde ich nicht betrunken. Nein, natürlich nicht. Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist. Ich weiß es nicht, aber vielleicht kann dir Alaila helfen. Sie kennt sich mit den Angelegenheiten im Dorf besser aus als ich. Frag sie doch einfach. Du scheinst noch gar keinen Abenteurer-Folianten zu besitzen. Jede Abenteurerin, die etwas auf sich hält, hat einen. Hast du deinen verloren? Ich gebe dir einen. Du kannst auf deinen Reisen gerne reinschauen. Ja, und den kann man mit N öffnen. Das ist dann das hier. Ich bin noch nicht ganz schlau daraus geworden, aber ich wollte die Sachen erst beanspruchen, wenn ich den endgültigen Let's Play-Char wirklich habe. Und das werde ich definitiv jetzt hier auf der Marke haben. So, was der Rest jetzt bedeutet, ich habe keine Ahnung. Also das habe ich abgeschlossen mit einem anderen Char. Hier die Sachen habe ich eingesammelt mit einem anderen Char. Aber Kontinent auswählen. Achso, da kann man wohl nach Kontinent
aufgeteilt gucken. Du bist neu im Prideholm, nicht wahr? Du bist also in meine Taverne gekommen, um mich zu treffen. Das heißt dann, dass du die Hälfte des Dorfes schon gesehen hast. Haha. Falls du auch den Rest von Prideholm sehen willst, kann ich dir ein paar nette Plätze verraten. Interessiert? Eigentlich nicht, aber wir machen es natürlich trotzdem. So, sie möchte, dass wir uns ein bisschen umschauen. Also gehen wir mal raus. Prideholm ist eine Stadt voll religiöser Geschichte. Die Löwenstatue im Zentrum soll die Priester ehren, die gegen die Dämonen kämpften. Die Einwohner der Stadt nehmen sich jeden Tag Zeit, um diesen Priestern im Gebet zu danken. Von außen scheint Prideholm ein ganz normales Dorf zu sein. Aber eigentlich ist es einer der heiligsten Orte der Welt. Prideholm ist und bleibt ein beliebtes Pilgerziel. Ja, das war eigentlich alles, was wir sehen und? Sollten. Oh, gibt es Neuigkeiten? Hallo, was war denn das gerade für ein Bug? Okay. Ich sehe in letzter Zeit sehr viele Abenteurer in der Gegend. So, du kannst noch nicht mit Beziehungs-NPCs sprechen. Voraussetzung. Achso, ich muss die Geschichte erstmal abgeschlossen haben. Okay. Ich dachte, ich könnte schon mal vorarbeiten. Achso, Moment. Ah, das war's. Das hatte mich auch was verwirrt, als ich das erste Mal gemacht habe. Also hier steht abgeschlossen Missionserfolg, aber da steht nirgendwo, dass ich das halt bei ihr abschließen soll. Deswegen einmal draufklicken und abschließen. Und damit wäre theoretisch das von ihr jetzt abgeschlossen. Wieso kann ich da nicht rein? Leute, buggt doch nicht so. Okay, aber ich kann anscheinend trotzdem noch nicht mit ihr sprechen. Dann mache ich erstmal was anderes. Erkundige dich bei Ausrüstungshändlerin Ayla nach dem Tafelstück. So, wo ist die? Ach so, die ist eins weiter gewesen. Okay. Dann laufen wir mal eins und? Weiter. Die Steintafel in der Kathedrale? Oh, die Platte, auf der etwas über die Arche steht, richtig? Echt naiv, wenn du an so eine erfundene Geschichte glaubst. Oh, ich liebe diese Stimme. Ich kenne sie aus so vielen Filmen bzw. Serien, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber du könntest Ruden von der Abenteurergesellschaft fragen. Er war beim Transport der Steintafel zugegen. Ruden hat ebenso großes Interesse an Mythen und Legenden wie du. Er dreht manchmal stundenlang seine Runden um die Tafel. Wo er heute ist? Auf dem Brunnenplatz, würde ich sagen. Vielleicht solltest du zu ihm gehen. So, ich könnte... Ach so, genau, ich könnte mit ihr reden, weil wir haben ja hier auch noch ein paar Sachen. Ach so, Schulterstück zum Kauf. Zum Kaufen? Ausgerüstet ist das, okay. Ja, muss man aber zugeben, hat doch einiges mehr an, an den Dingern. Aber die kann man sich auch erkaufen, das weiß ich. Also ich will auf jeden Fall verkaufen. Und zwar alles mit den kleinen... Achso, nee, draufklicken. Obwohl, kann man das per Doppelklick? Ah, nee, per Rechtsklick kann man es reinmachen, okay. Dann Schutztrank gebunden. Was ist mit denen? Die, die ich anhabe? Das ist aber doch das Blaue, was ich jetzt gerade hier habe. Da müsste ich jetzt gleich nochmal rübergehen. Okay, also das verkaufen wir erstmal, die Sachen. Dann schauen wir jetzt nochmal eben nach. Weil hier wird es nämlich richtig rum angezeigt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Stufe besser als das, was ich habe. Das heißt, wieder mit Rechtsklick ausrüsten. Das auch. Und dann schauen wir hier auch mal. Also, wir könnten ja theoretisch das mal verwenden. Ingenieursbrille wird beim Aufsammeln an deinen Kader gebunden. Erhöht scheinbar die Intelligenz. Okay. Öffnen. Machen wir das einfach mal. Da, den Phönixflaum, den bitte nicht verwenden. Was wir nämlich festgestellt haben, also was der Epi mir dann gesagt hat, nachdem ich leider schon eins davon verschleudert hatte, dass die dafür da sind, um euch selber wiederbeleben zu können, wenn ihr mal sterben solltet. Das heißt,
Ja, legt die gut weg. Am besten so, dass ihr da nicht aus Versehen draufklicken könnt oder so. Ich tue die mir mal nach hier unten, damit das nicht direkt hier oben drin ist. Bei dem hier bin ich mir nicht genau sicher. Kristalline Aura. Also ich verstehe es so, dass man, wenn man das aktiviert, dass dieses Abo ist sozusagen, was man abschließen kann, damit man mehr hat. Also natürliche Regeneration von Lebensenergie ist um 10% erhöht und so weiter und so fort. Und das hält halt 5 Tage an. Und man kann da wohl verschiedene Pakete mitkaufen. So habe ich das jetzt verstanden. Dann haben wir noch Kampfgegenstandstruhe. 3 Dinge in Episch. Heilung, Kampfgegenstandstruhe. Achso, da kommen nochmal 3 zusätzliche Truhen. Ja, dann können wir die doch erstmal öffnen. Hier gibt es ganz viele Tränke. Oh je. Das sind auch ganz viele Tränke. Und ich habe Schluckauf. Schleichrobe. Ja, ist die Frage, ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe, weil ich das schon geöffnet habe. Oder ob das dann das Level annimmt in dem Moment, wenn ich diese Truhe hier öffne. Das weiß ich jetzt nicht. Da gibt es auch nochmal ein Schwert drin. Das ist die Ingenieursbrille. Die kann ich... Achso, wenn ich die aber ausrüste, dann habe ich die im Gesicht hängen. Das ist was ich richtig scheiße finde da dran. Willst du meine Waren sehen? Ich meine, so sieht es ja hübsch aus mit dem Gesicht hier. Aber wenn ich diese Ingenieursbrille jetzt anmache und ich finde es blöd, dass man das nicht angucken kann. Es steht nur Ausrüsten. Ja, und es steht halt nicht Vorschau oder so. Die erhöht die Intelligenz. Also ich lasse mal... bei mir im Inventar drin, weil, ja, ich weiß nicht. So, dann schauen wir mal. Das sind jetzt die Sachen, die schlechter sind. Die werde ich noch kurz verkaufen. Ach nee, Moment, die kann ich ja verwerten. Ach, ich bin heute komplett daneben. Geht das eigentlich auch mit, ja, auch mit Rechtsklick, das geht schneller. Dann können wir das Ganze erstmal verwerten. Zack, alles an uns nehmen. So, und das verkaufen wir dann natürlich. Das und das. So. Haben zwar nur 16 dafür bekommen, aber damit können wir immerhin einmal deine Seele verkauft. Oh je. Warum habe ich meine Seele verkauft? Oh je, oh je. Und? Gibt es Neuigkeiten? So, hier rechts. Ich glaube, es war der hier. Ja, genau. Das ist mein persönliches Lager. Da hat man auch... theoretisch 4 an der Zahl, allerdings nur die ersten 2 sind frei. So, ich würde jetzt mal sagen, dass ich die Sachen da reinknalle. Die kann ich ja später immer noch öffnen. Das lege ich auch erstmal da rein, damit ich nicht in Versuchung gerate, da irgendwas von zu benutzen. Das ist ein normaler Heiltrank. Wieso ist der jetzt so komisch von der... Also, dass das so hinterlegt ist, ich weiß es nicht. Schutztrank gebunden. Können wir erstmal... Ich mache das mal ein bisschen... Obwohl, naja, das können wir ja hier rein tun. So. Kann ich da auch... Das würde mich jetzt mal interessieren. Das Geld wird... Also, das Gold wird angezeigt, aber das scheint man nicht wegmachen zu können. Also hier rein einzahlen zu können, das wollte ich sagen. So, dann gehen wir jetzt mal zur Hauptquest. Gibt es Neuigkeiten? Wer ist hier? Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Oh, das war aber anscheinend du auch. Suchst also nach der Arche? Jupp. Steintafel. Oh, die Steintafel. Ich war dabei, als sie weggebracht wurde. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was damals passierte. Warte, Null war an dem Tag auch da. Er besitzt eine sehr gute Beobachtungsgabe. Vielleicht ist ihm etwas aufgefallen. Ach, wie ich sehe, hast du einen Abenteuerfolianten. Du hast aber noch gar nichts darin aufgezeichnet. Doch von den anderen Charakteren. Lass mich dir zeigen, wie du ihn benutzt. Klicke auf den Aufsichtspunkt bei der Kathedrale, um ihn in deinen Abenteuerfolianten festzuhalten. Die Erinnerung bleibt so ein Leben lang erhalten. Ich gehe die Treppen im hinteren Teil bis nach ganz oben. Na, toll.
Ich sag euch jetzt besser nicht, dass das das war, wo wir eben bestimmt drei oder viermal draufgeklickt haben. Und wie gefällt es dir in Pride Home? Schönes Wetter. Ja, das kennen wir jetzt mittlerweile schon. Jetzt ist das Ding zum Einsammeln weg. Keine Ahnung, wo das hin ist. Okay. Gute Arbeit. Jedes Mal, wenn du den Folianten ausfüllst, belohnt dich die Gesellschaft. Ja, da merke ich aber nichts von. Warum? Als Dankeschön dafür, dass du wichtige Informationen für zukünftige Abenteurergenerationen sammelst. Warum denn sonst? Solltest du also Informationen über die Arche in Erfahrung bringen, halte sie in deinen Abenteurerfolianten fest. Willst du noch etwas von mir wissen? Ach ja, richtig. Du wolltest wissen, wo Null ist. Ich wette, Null steht wie üblich vor dem Triporter. Geh ruhig hin und frag ihn über die Steintafel aus. Ja, und das machen wir auch. Ich brauche Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Hier vorne ist zwar jetzt eine Quest, aber das müssen wir mal eben machen, weil das ist sehr wichtig. Wir werden diesen Ort beschützen. Das Stück einer Tafel? Suchst du etwa die Arche? Du bist wie Ruden. Die Arche ist nur eine Legende. Das ist nur eine Legende. Tatsächlich nimmt man an, dass der Triporter aus demselben Material erschaffen wurde, das die Götter für den Bau der Arche verwendeten. Wunderschön, nicht wahr? Schau dir nur die wunderbare Aura an, die perfekten Linien. Oh, entschuldige. Ich rede schon wieder zu viel. Warum schaust du dich nicht etwas um? Vielleicht findest du ja etwas Interessantes. So, da können wir per Rechtsklick oder auch per G das Teil aktivieren. Hast du etwas Besonderes gefunden? Wenn es dort einen Hinweis auf die Arche gäbe, wäre doch schon jemand darauf gestoßen, oder? Der Triporter ist ein Transportmittel, das verschiedene Orte miteinander verbindet. Mit anderen Worten, er ist ein magischer Teleporter. Drücke M und du kannst dich mit dem Triporter sofort von einem Ort zum anderen teleportieren. Er muss sich nur auf demselben Kontinent befinden. Mit dem Triporter kannst du also nicht übers Meer reisen. Die Nutzung des Triporters kostet etwas Geld. Wenn du dir nicht die Hacken wund laufen willst, solltest du immer etwas Geld dabei haben. Schau mich nicht so an. Ich mach die Regeln nicht. Das Geld landet nicht in meiner Tasche. Es wird für die Erhaltung des Triporters verwendet. Die Triporter in geschäftigen Gegenden wie Prideholm sind wahre Wunderwerke. Schau dir nur an, wie er glänzt. Dieser hier ist besonders... Oh, tut mir leid. Die Begeisterung ging mit mir durch. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich erinnere mich, dass eine Badin namens Sierra neulich in die Stadt kam. Warum sprichst du nicht mit ihr über die Arche? Sie ist sicher unten auf dem Platz. Ja, das können wir gerne machen. Und zwar ist das die Eins da unten. Aber ich werde... Brüder und Schwestern, lasst uns beten. Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Ich hoffe, ich habe die Sachen jetzt auch da. Ich werde erstmal mit ihm sprechen. Barde Lunepon. In Prideholm gibt es ein Baden zu viel. Mir will aber kein Lied einfallen, das es mit der Musik der verdammten Badin Sierra aufnehmen kann. Ich brauche eine Muse. Könnte ich doch nur jemanden bei einem total unglaublichen und innovativen Akt der Kreativität zusehen. Bist du von der kreativen Sorte? Ja. Könntest du mir vielleicht helfen? Mir will einfach nichts einfallen. Natürlich. So, wenn ich mich richtig erinnere... Nee, Moment. Was steht jetzt hier? Zeige etwas Innovatives. Mit Z kann man erstmal die Emotes machen. Dann können wir tanzen. Option gibt dem Chatbefehl tanzen ein, um loszulegen. Okay, ich bin schon am Tanzen. Das reicht auch schon. Hallo. Das ist unglaublich und innovativ. Vielleicht nicht genau in der Reihenfolge. Ich durfte etwas beiwohnen, das mir den Verstand geraubt hat. Ha, ja, haha. So, und jetzt sieht man auch hier dieses blaue Plus. Das zeigt immer an, dass man hier etwas hinzufügen kann. Ach, das kommt erst auf Stufe 12. Oh, das ist der, den ich so sehnsüchtig erwarte. Wir haben jetzt 5 Punkte, die wir verteilen können. Ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich die Punkte der Reihe nach von oben nach unten verteilt habe. Ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht und keine Ahnung, was da vielleicht das Beste wäre.
So, dann... Brüder und Schwestern, lasst uns beten. Dann schaue ich doch nochmal eben auf der Karte nach. Moment. Achso, hier unten war das, genau. Ich frage mich, was Nerea wohl gerade macht. Vielleicht ein Buch lesen. Ich möchte im Wasser spielen. Hallo, wie kann ich weiterhelfen? Indem du mit mir sprichst. Hallo, was kann ich für dich tun? Möchtest du die Tafel über die Arche sehen? Ja. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Das Lied, das ich gerade spielte, bezieht sich tatsächlich auf die Arche. Es heißt das Lied der Flucht und es erlaubt dem Singenden, vor Gefahr zu fliehen. Wahnsinn, nicht wahr? Die meisten Leute tun die Archen als Märchen ab, aber wir Barden halten ihre Legenden mit unseren Liedern am Leben. So, wie der Epi schon festgestellt hat und ich auch, ist das nicht so unwichtig. Und zwar verwenden wir das Ganze mit rechts. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ich das jetzt überhaupt wieder finde. Begleiter, Universallager, Codex. Nee, im Codex war es, glaube ich, nicht. Codex ist das hier. Wobei ich immer noch nicht weiß, was der Codex jetzt eigentlich ist. Abenteuer... Nee, Moment, das war das. Irgendwann finde ich das auch nochmal... Wahrscheinlich im Ratgeber, Begleiter Universallager. Trainingsraum wollen wir nicht rein. Ich habe absolut keine Ahnung, wo es jetzt genau war. Ich spreche. Oder ich die Steinmetze vom Stammhügel könnten vielleicht helfen. Die Tafel? Steinmetz Azul befasst sich mit Angelegenheiten rund um die Arche. Möge das Licht der Arche mit dir sein, Abenteurerin. Nee, jetzt habe ich die Quest abgeschlossen und weiß immer noch nicht genau. Ich muss es auf jeden Fall hier reinziehen. Aber ich weiß nicht mehr genau wie. Das ist die Flinkheitsrobe. Die kann ich auch verwenden. Die kann ich nicht verwenden. Ziehen und ablegen. Okay. Ja, zu diesen Fluchtdingen kommen wir dann anscheinend später nochmal. Weil ich ehrlich gesagt total vergessen habe, wie ich das Ganze jetzt reinmachen kann. Unsere Preise sind besser als in jedem anderen. Ach, da oben haben wir auch noch eine Quest. Dieser verfluchte Wagen bricht viel zu schnell auseinander. Ja, das tut mir wirklich leid, aber trotzdem muss ich jetzt erstmal meine Folge für heute beenden, weil wir nämlich schon wieder fast auf die halbe Stunde losgehen. Und das hier auch ein bisschen länger dauert. Also die Quest, die ich jetzt gleich noch annehmen werde, die geht recht schnell vorbei. Aber danach sind wir dann mit der Hauptquest weiter am Machen. Und das dauert natürlich noch ein bisschen. Ich finde es irgendwie immer noch ganz cool, dass mein Fuchsbegleiter fast die gleiche Farbe hat wie ich mit meiner Haarfarbe. Allerdings, übrigens, ihr seht ja auch, wie meine Klamotten sich geändert haben, ne? Weil ich ja was anderes angezogen habe. Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht mit den Haaren gewesen, weil das passt schon wieder ein bisschen besser. Ich finde es immer nur noch schade, weil ich hatte ungefähr das Pink, aber etwas dunkler und nicht so leuchtend. Und habe halt diese komischen rosa Haare dadurch bekommen, weil halt die Vorschau nicht richtig funktioniert hat. Aber gut, ich meine, die hat auch bei dem Make-up überhaupt gar nicht funktioniert und bei ein oder zwei anderen Sachen auch nicht. Es ist sehr schade, aber ich hoffe, dass das noch gefixt wird. Ich meine, das Spiel ist ja jetzt auch erst seit 2 Wochen, glaube ich, jetzt draußen. Deswegen, ja. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Halt die Klappe da hinten. Bis dann. Ciao.